Es gibt das Bedürfnis von manchen, das muss man auch sehen, höherwertiges Wohnen. Und es gibt manche Menschen, die können die Wohnung nicht mehr bezahlen, in denen sie leben. Und deshalb, sage ich mal, gibt es vielleicht nicht in der Menge die Wohnungsnot, aber die passenden Wohnungen, die fehlen an manchen Ecken. Und dann ist immer die Frage, wo wohne ich denn? Wo will ich denn wohnen? Will ich in einer Stadt wohnen? Will ich auf dem Land wohnen, wenn ich keine Arbeit habe auf dem Land? Und ich muss, sage ich mal, der Arbeit irgendwo hinterher ziehen. Dann muss da der Wohnraum sein. Also das muss man ein Stück mehr austarieren. Das ist ein großes Thema, sozialer Wohnungsbau. Also wenn du so kurz fragst, sage ich einfach nur sozialer Wohnungsbau und der liegt am Boden. Ja, also dass man auch, wie in Stuttgart jetzt hat, angefangen hat, Sozialwohnungen zu verkaufen, ist völlig unglaublich, weil man ja auch sieht, dass das, genau das in Stuttgart sieht man es auch aktuell, dass da die versprochenen geringen Mietpreiserhöhungen, das wird gar nicht eingehalten. Wir brauchen sozialen Wohnungsbau, vor allem in den Großstädten, aber wir müssen auch was gegen die Landflucht tun. Also da haben wir auf jeden Fall auch eine große Aufgabe. Wie das funktionieren kann, da gehört öffentlicher Nahverkehr, da gehört Erhaltung der Schulen, Stichwort Gemeinschaftsschulen auf dem Land zum Beispiel dazu. Und grundsätzlich müssen halt auch Arbeitsplätze im Land bleiben. Und wenn sie das nicht tun, dann brauchen wir eine gute ÖPNV-Anbindung, dass die Menschen kostengünstig von ihrer Wohnung zum Arbeitsplatz kommen und das mit dem Auto machen, vielleicht so in der aller Kürze. Nun, die Unterschiede oder die Probleme bei der Wohnungspolitik sind sehr unterschiedlich. Wir haben eigentlich die Probleme hauptsächlich in den Städten. Und da müssen wir gucken, dass wir den sozialen Wohnungsbau wieder am Laufen kriegen. Das liegt vor allem daran im Argen, weil die Länder das Geld, das der Bund ihnen zur Verfügung gibt, und das sind über eine halbe Milliarde Euro, eben nicht eins zu eins in den Sozialbau steckt, sondern zum Teil für andere Dinge ausgibt. Meine Aufgabe wird es sein, dass wir sicherstellen, dass wir dieses Geld wieder dorthin setzen, wo es hingehört. Wir wollen ja eine Mietpreisbremse, also sprich, es darf nicht so sein, dass Mietpreise sich immer weiter ausdehnen und explodieren. Das haben jetzt alle vor, man muss dann mal nach der Wahl sehen, wie man da im Einzelnen was umsetzen kann und an welchen Punkten, dass man da zusammenkommt. Ich denke mal, das ist nicht unbedingt eine Gesamtaufgabe des Staates hier zu regulieren, sondern es ist eine Aufgabe des privaten Wohnungsmarktes. Die Frage ist natürlich, was kann ich tun oder was kann ich an Rahmenbedingungen in der Politik tun, um das zu verbessern. In erster Linie sind mal gefragt die Kommunen. Die Kommunen müssen hier eingreifen. Ich meine, der Staat, jetzt zum Beispiel Berlin, kann Zuschüsse geben, kann Wohnungsbau zusätzlich subventionieren, vor allen Dingen sozialen Wohnungsbau. Ich meine, man muss natürlich schon kritisch hinterfragen, wenn in den letzten 2-3 Jahren Gelder, die für den Wohnungsbau waren, dann in andere Kanäle abgeflossen sind, gerade in Berlin. Das muss man sehr kritisch hinterfragen. Ich bin sicherlich der Meinung, dass man nicht durch Mietregulierungen oder sonst was den Markt hier beeinflussen kann. Eher im Gegenteil, es wird dazu führen, noch weniger Wohnungen. Also den Wohnungsbau attraktiv zu machen, auch bezahlbar zu machen, Grundstücke, dass Investoren wieder kommen, um Wohnungen zu bauen. Zwei Ansätze. Einmal, sag ich mal, auf dem aktuellen Wohnungsmarkt gilt es, die Mieterhöhung, und wenn man sich das anschaut, was zum Teil passiert in manchen Städten, bis 23% Mieterhöhung. Das heißt, das müssen wir eingrenzen, da müssen wir eine Mietpreisbremse einführen. Kann man tun. Heißt, wir können festlegen, sagen, die Mieten dürfen sich nur um x Prozent im Jahr erhöhen. So, das wird ein Schritt sein, den werden wir tun. Und eine andere Seite, wenn man über aktuelle Wohnungsnot spricht, gilt es, Investitionen zu tätigen. Und auch dort haben wir eine ganz klare Aussage getroffen. Wir wollen mehr Geld hineinstecken wieder in den Wohnungsbau hinein. Sozialer Wohnungsbau auf der einen Seite, aber auch Wohnungsbau, der energetisch, das heißt energiearme Häuser, sage ich jetzt mal, bauen. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist und für mich auch, das ist altengerechte Wohnung. Weil wir müssen auch für die Zukunft darauf achten, dass die Wohnungen, die gebaut werden, altengerecht sind. Das hat man vernachlässigt. Klar, man hat das Problem nicht so gesehen, aber das sollten wir auch verstärkt und fokussiert.
Wir müssen dringend von dem jetzigen Programm, das gefahren wurde, in diesen einzelnen großen Kommunen abkommen. Das heißt, den Haushalt entsprechend positionieren, damit Gelder frei werden. Wir müssen versuchen, über die Parlamente, über die Bürgermeister, über die Gemeindeparlamente das Thema Transparenz mehr zu manifestieren. Das kann gelingen in nächster Zeit mit den Informationsfreiheitssatzungen, die eventuell in der Stärke umgesetzt werden, dass jeder, der ein Anliegen hat, nicht vor verschlossenen Türen verharren muss, sondern Gehör findet. Wir haben einmal Jugendliche, die keine Ausbildung haben, die einen schlechten Schulabschluss haben. Da gilt es, diese jungen Menschen zu qualifizieren, die Möglichkeit zu geben, ihre Schulabschlüsse nachzuholen, aber auch sie in Berufsausbildung hineinzubringen. Und das ist für mich immer ein Thema. Ich habe ein großes Problem damit, wenn man sagt, Jugendliche sind nicht ausbildungsfähig. Weil man erzählt ja immer, das sind die, die können das gar nicht mehr in der Ausbildung. Ich sage, wir geben uns oder diejenigen, die Ausbildung müssen, geben sich zu wenig Mühe. Es gibt auch gute Projekte, die zeigen, dass diese Jugendlichen, die man zurzeit schiebt und in die Arbeitslosigkeit auch hineinschiebt und die man vergisst, weil sie ja nicht gemeldet sind, dass auch diese Jugendlichen ausbildungsfähig sind mit der richtigen Begleitung. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, wir brauchen Arbeitskräfte in unserem Land. Also es gibt ja, jeder sagt, da müssen wir uns die woanders herholen. Aber ich sage, wir brauchen die nicht woanders herholen. Wir können unsere Menschen qualifizieren und in Arbeit bringen. Und wir haben einen Teil der Menschen, die aufgrund ihrer Qualifikation nicht die Arbeitsplätze finden, die angeboten werden sind. Aber ich glaube, auch dort gibt es Möglichkeiten. Denn wir haben auch eine Verantwortung als Staat, den Menschen gegenüber zu überlegen, inwieweit wir kommunale Beschäftigung fördern können. Und da gibt es auch gute Ideen, wo die Menschen arbeiten können und ein einkömmliches Auskommen haben. Es ist natürlich schon die Frage, wie kann man die Langzeitarbeitslosen oder andere hier durch zusätzliche Maßnahmen, durch Weiterbildung, durch auch andere Maßnahmen wieder in den ersten Arbeitsmarkt ranführen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass zum Beispiel Minijobs, also auch Arbeiten im zweiten Arbeitsmarkt, nachher die Leute wieder ranführt. Hier ist vor allen Dingen wichtig, dass man diese Menschen, die oftmals über einen langen Erfahrungsschatz haben, dass man die ranführt an den Ersten, weil wir brauchen gerade jetzt in dieser Phase, was wir immer mehr merken im Handwerk, wieder erfahrene Leute. Und ich denke, die haben durchaus eine Chance, in den nächsten Jahren wieder in den Arbeitsmarkt herangeführt zu werden. Also wir sind auf jeden Fall mal für die Einführung eines Mindestlohns von 10 Euro. Mindestlohn wollen ja alle. Wie die Höhe nachher im Endeffekt genau ausfällt, wird auch ein Kompromiss sein, denke ich mal. Aber 10 Euro, wenn man jetzt rechnet, ist bei einer 37-Stunden-Woche 1600 Euro brutto, ist also auch nicht die Welt. Viele Mittelständler, Handwerksbereich und so fordern das ja selbst auch, dass sie sagen, man muss von Arbeit leben können. Dann wollen wir natürlich die Hartz-IV-Sanktionen angehen. Es kann nicht sein, dass man gezwungen wird, jede Arbeit anzunehmen, auch an seiner eigenen Qualifikation vorbei. Und die Sanktionen, also wie sie durchgeführt werden, das ist ja auch, wer das mal gesehen hat, so ein Hartz-IV-Antrag, das ist ja schon ein und für sich menschenunwürdiges Verfahren, was da abläuft. Naja, was die Arbeitslosigkeit angeht, wir haben jetzt ja die höchste Beschäftigungszahl seit der Wiedervereinigung. Wir haben in den letzten 4 Jahren 1,5 Millionen neue sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen. Ich denke, wir müssen diesen Weg weitergehen. Und das schaffen wir, indem wir zum einen die Steuern stabil halten, also nicht erhöhen, damit eben die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verlässlich sind. Und dass wir auch gleichzeitig die Sozialabgaben stabil halten und versuchen, solide zu wirtschaften, mit dem Geld, was wir haben, auszukommen. Dadurch schaffen wir die Rahmenbedingungen, die die Wirtschaft braucht, um weiter Jobs schaffen zu können. Irgendwas gibt es immer. Ob das jetzt Sozialhilfe heißt oder ob es Hartz IV heißt, es muss auf jeden Fall was geben. Und die Frage ist, gibt man es einfach so raus
oder kontrolliert man, wer bezieht, warum bezieht und hat er noch Einkommen etc. Dass man drauf guckt, ob jemand noch Einkommen hat, ist meines Erachtens in Ordnung. Dass man so kontrolliert, wie man es im Moment tut, das finde ich absolut unmöglich. Ich kämpfe schon lange für ein bedingungsloses Grundeinkommen am sogenannten soziokulturellen Existenzminimum. Das heißt, man muss nicht nur was zu essen haben, sondern man sollte auch ab und zu zumindest ins Kino oder vielleicht auch ins Theater gehen können. Also tatsächlich noch ein bisschen mehr können als nur essen und überleben. Dafür kämpfe ich schon lange, aber ich glaube, das wird gesellschaftlich noch ein bisschen andauernder Kampf auch werden. Es ist nicht so einfach, die Menschen davon zu überzeugen, dass andere Menschen, die in ihren Augen nichts tun, man kennt den Stellenwert von Arbeit in dieser Gesellschaft, dass die einfach so Geld haben sollen. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Menschenwürde und ich hoffe, dass wir das bald möglichst positiv beantworten und hoffe, dass wir so hoch wie möglich dann auch in diesen Bereich einsteigen. Aber es muss natürlich finanzierbar bleiben. Wenn man sich aber heute anguckt, dass man, wenn man Hartz IV zum Beispiel tatsächlich, wenn man die Sanktionen wegmachen würde, dann hätten wir sowas wie ein Grundeinkommen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir jetzt gehen müssen. Wir haben als Grüne uns nicht dafür entschieden. Wir haben gesagt, okay, wir wollen zumindest ein fünfjähriges Moratorium. Aber das bedeutet doch, dass man auch in diesen 5 Jahren aufzeigen kann, dass es Sinn macht, diese Sanktionen abzuschaffen und damit ein Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen realisierbar wäre. Da habe ich große Hoffnung. Hartz IV, ein spezielles Thema, also wie gesagt, ALG II, natürlich äußerst massiv verheerend geworden. Früher hatten wir noch eine Sozialebene, ein soziales Auffangnetz gehabt. Das ist jetzt natürlich vermischt worden, äußerst unerträglich, weil, warum viele, viele Arbeitnehmer nach eben einem Jahr in dieses Netz des ALG II rutschen. Das geht los mit Diskriminierung, das geht los mit Antragstellung, mit Bittstellung. Ich verbinde hier eine massive Missachtung, was Menschenwürde angeht. Da muss natürlich vorgegangen werden. Ein Einkommen, das wir fordern, das nennt sich das bedingungslose Grundeinkommen, wird natürlich nur sukzessive umgesetzt werden können, wenn auch die benachbarten Parteien praktisch hier mitziehen wollen. Die Vorstufe hierzu wäre ein Grundeinkommen, auch das, was den Grundstundenlohn anbetrifft. Ich erinnere hierbei nur an die Situation Verarmung im Alter. Ich kann nicht von einem 400 bzw. jetzt 450 Euro Job, was vielleicht noch in doppelter oder dreifacher Ausfertigung leben. Mir fehlt hier der Rentenanteil und das, was die Rente angeht, ist ja wieder ein separates Thema für sich. Das Problem hängt damit zusammen, dass die Einkommensschere grundsätzlich auseinandergeht. Es hängt vor allem im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, in der Rente überall damit zusammen, dass die Menschen, die viel Geld verdienen, sich aus diesen Versicherungen verabschieden. In jungen Jahren natürlich brauchen sie da weniger Geld für ihre private Rentenversicherung, für ihre private Krankenversicherung. Später wird es ja so, dass sie dann tatsächlich mehr Kosten haben. Wir sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen alle Einkommensarten heranziehen zur Finanzierung der sozialen Absicherung, Stichwort Bürgerversicherung heißt es bei uns. Da haben wir jetzt ein Konzept für die Krankenversicherung, da haben wir zwischenzeitlich ein Konzept für die Pflegeversicherung. Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode dazu ein Konzept entwickeln für die Rentenversicherung. Ich glaube, das ist dringend notwendig und wenn wir uns die Sparaufträge hier im Land zum Beispiel angucken, dass wir eine 58 Jahre CDU-Regierung haben, wir reden seit 20 Jahren über steigende Pensionen, über Pensionslasten und die haben es nicht geschafft, auch nur einen Euro zurückzulegen dafür, dann macht das einen ja völlig wahnsinnig und ich finde da müssen wir dringend dran und weil das eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist, wie das Geld, das die Menschen dann im Alter haben werden, das sie haben müssen, selbstverständlich, wie das zustande kommt, dass das überhaupt in der Kasse ist. Und dazu müssen wir alle Einkommensarten heranziehen. Das ist auch keine einfache Diskussion, da macht man sich auch keine Freunde damit, nicht nur zumindest, aber man kann nicht wegschauen, wie das die anderen die ganze Zeit getan haben. Also insoweit glaube ich, dass Bürgerversicherung für alle Sozialversicherungsarten, aber wirklich alle, tatsächlich die Lösung ist. Und vor allem, es ist eine bessere Lösung, als wenn wir das steuerlich machen. Wenn wir es steuerlich machen, wenn wir es über eine Steuer finanzieren würden, dann hätten wir das Problem, dass die Auszahlung dieser Gelder der Haushaltshoheit unterliegt. Und dann haben wir, glaube ich, je nach Regierung, ein echtes Problem.
Niedriglohn, um mal damit anzufangen, der Niedriglohnsektor, die Anzahl der Niedriglohnbeschäftigten ist in den letzten 8 Jahren stabil geblieben. Wir haben also hier keinen Anstieg gehabt, eher einen leichten Rückgang, aber es schwankt immer mal wieder. Insofern ist es zwar natürlich ein Problem. Ich glaube, dass wir schauen müssen, dass wir zum einen eine existenzsichernde Rente haben, die wir über die Steuern finanzieren, und eine leistungsbasierende Rente. Also je mehr man arbeitet, je mehr man einzahlt, desto mehr sollte man auch rausbekommen. Das über die Sozialversicherung machen. Und dasselbe gilt für die Gesundheitspolitik analog. Niedriglohnpolitik, Sie haben es erwähnt, führt ja einmal im gesundheitlichen Bereich dazu, dass ich mich nicht mehr so absichern kann. Es kommt ja immer wieder auch von der Politik die Forderung, ja noch privat zusatzversichern und so, wie soll ich es eigentlich machen von Niedriglohn? Es funktioniert nicht. Es wirkt sich weiter aus bis zur Bahre, wenn man so will. Denn mir fehlen die Rentenbeiträge, ich bin im Rentenalter nicht abgesichert, kann mich gesundheitlich dann auch nicht so gut versorgen. Es ist also nicht unbedingt deswegen, brauchen wir eine Bürgerversicherung, wo alle einzahlen und alle damit einen gleichen Standard bekommen an gesundheitlicher Vorsorge und gesundheitlichen Möglichkeiten, gesundheitlich was für sich zu tun. Gut, ich denke mal, da setzen wir natürlich als Liberale auch immer ein großes Stück weit auf eigene Verantwortung. Und ich denke, ich will es damit nicht in die Ecke schieben und sagen, aber es ist schon so, dass da auch jeder selber für sich schauen muss und verantwortlich ist. Das spricht natürlich den Unternehmer, und das sage ich jetzt auch, nicht frei, hier trotzdem Dinge zu entwickeln, auch darauf ein Augenmerk zu legen, vor allen Dingen persönlich auf Signale zu achten. Ich weiß, dass zum Beispiel die psychischen Erkrankungen ja enorm zugenommen haben. Also gilt es hier auch gegenzusteuern. Das heißt gegenzusteuern, wenn eben erkennbar ist, dass erhebliche Belastungen drauf liegen. Wie kann man das ändern? Ich denke mal, hier ist ganz wichtig der Dialog in Zukunft. Und da spreche ich mich auch als Unternehmer an. Also das heißt, man muss doch sehr früh erkennen, wenn was aus dem Ruder läuft, und da muss man dann auch zur Seite stehen und helfen, auch Möglichkeiten suchen, rechtzeitig die Leute in Reha, in andere Dinge zu bringen, um wiederum, dass die dann den Arbeitsplatz nicht verlieren. Und es gibt hier schon Möglichkeiten, denke ich. Das wissen Sie, die SPD will die Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung heißt, alle Menschen in eine Versicherung und alle Menschen zahlen dort ein. Weg von Kopfpauschale, weg von Zweiklassenmedizin. Und das werden wir umsetzen, weil es ist doch mehr als gerecht. Wir erleben doch eins, und das ist unumstritten. Es gibt Menschen, die ein finanziell besseres Einkommen haben, die sich eine Privatversicherung erlauben, die dort einzahlen. Und es gibt Menschen, und die werden auch anders behandelt. Ich sage, das geht nicht. Gesundheit ist eine Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Wir haben Sozialversicherungssysteme, dafür sind sie da. Und sie müssen umgebaut werden, dass es eben diese Zweiklassenmedizin nicht gibt. Und das tun wir. Zum Thema Gesundheitspolitik lässt sich wie folgt ausführen. Ich rede schon bald von der Drittklassenmedizin. Es ist mehr als verwerflich, dass eben die Beiträge einerseits zweckentfremdet wurden, parallel dazu aufgefangene Kosten so gut wie nicht vorhanden sind. Ich rede hier von der Deckung. Es kann nicht sein, dass Krankenkassenbeiträge nicht ausreichend sind, ob das für Medikamente bestimmt ist, ob das für Operationen bestimmt ist. Ich erinnere hier wiederum an diese bestimmten Zuzahlungen, das Hinweglassen von Leistungen, die vor wenigen Jahren noch originärer Bestandteil gewesen sind. Wie nennt man das? Das sind diese Igel-Leistungen. Ja. Geht gar nicht. Ja. Auch hier haben wir Forderungen, dass praktisch anhand dessen, wenn hier Abgaben abgeführt werden, auch eine zweckgerichtete Funktion abzuleiten ist.